Liebe Freunde, wir sind zurück bei Unopia. Wir sind zurück in diesem Krieg. Ihr werdet euch erinnern gegen die Inaris und die Toxkan. Ein Krieg, der gewissermaßen wieder auf Anfang gedreht ist. Minus 1% Kriegsstand, also quasi null, weil die besetzten Planeten wieder zurückerobert wurden. Die besetzten Planeten, die von den Inaris besetzt wurden. Allerdings, die gleichen Probleme, die die Inaris haben, hier unsere Planeten wieder zurückzuerobern, hat unsere Seite auch. Die Kriegsziele sind überhaupt noch nicht erreicht worden. Polygar, Grokkan, Saonus. Grokkan geht sogar gar nicht, weil das anderweitig besetzt ist. Aber um das mal zu zeigen, was da für Schwierigkeiten bestehen. Hier ist auf diesem Planeten, den wir eigentlich besetzen müssen, sind jetzt noch andere Truppen gelandet. Diese gelben, die gehören zu den Itztran. Und mit denen sind wir eigentlich neutral. Allerdings sind die wiederum mit den Toxkan im Krieg gegen das Bewusstsein der Sentomoroi. Also das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn wir jetzt diesen Planeten angreifen würden. Würden wir auch gegen diese Gelben kämpfen? Das wäre ja schon ein gravierender Unterschied. Insofern ist diese Sache unklar. Also Gelb heißt natürlich eigentlich kein direkter Feind. Aber man weiß ja nie bei solchen Dingen. Also, tja, ich denke, Priorität hat jetzt für uns der Ausbau der Armeen. Wir sollten das vielleicht sogar noch forcieren, indem wir Grokmora noch mit dazu nehmen. Nicht Furut, hier Grokmora. Und da ebenfalls normale Angriffsarmeen bauen. Und vielleicht in diesen beiden Planeten, auf den beiden Planeten, auch Militärakademien bauen, wo wir noch keine haben. So, die Schutzflotte bringen wir mal nach Kratz, ein bisschen außer Reichweite. Und dann schauen wir mal, wie die Zigarren hier fliegen. Die werden vermutlich südlich fliegen. Mal gucken, ob sie in ihrem Gebiet bleiben oder ob sie jetzt versuchen, hier die Kriegsziele zu erreichen. Das wäre doch auf jeden Fall mal was. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kratz und gucken da auf die Oberfläche. Sind wir jetzt schon in der Lage, eine Militärakademie zu bauen? Nee. Da fehlen uns ganz knapp noch Ressourcen. Aber auf Bradham brauchen wir auch neue Armeen. Alles klar. So, da fliegt sie, die befreundete Flotte, zurück. Und sie ziehen auch alle ihre Armeen ab. Es wurde übrigens darauf hingewiesen, dass ich hier noch einen Außenposten habe, der völlig unnütz ist. Ja, ich glaube nicht. Bradham ist meines Erachtens noch nicht groß genug. Ich glaube, wir würden Adranel und ich glaube auch Dieter Pforu verlieren, wenn wir das auflösen. Insofern warte ich einen Augenblick. Hier übrigens noch ein neues System, was in unserem Bereich ist. Da können wir was tun. Aber wir haben jetzt erstmal andere Schwerpunkte. Allerdings, hier das Forschungsschiff. Wir wollten doch hier Escola. Da gab es doch irgendwie diese Vorläufergeschichte. Aber wir können zwar in den Orbit einfliegen, aber da passiert da nichts. Also der Hinweis, dass man dann, wenn man dort ist, doch irgendwie was machen kann. Und ich gucke jetzt auch nochmal aufs Protokoll. Nee. Der stimmt so nicht. Das scheint irgendwie ein bisschen verbuggt zu sein. Kann ich hier manuell irgendwie Spezialprojekt erforschen? Nee, das funktioniert nicht. Oder erforschen. Nee. Also das ist leider nicht möglich. Diese Vorgängersache, die scheint irgendwie nicht so zu funktionieren, wie es soll. So, okay, wir haben 283. Dann lasst uns jetzt mal auf Kratz, wie gesagt, die Militärakademie bauen. Und da müssten wir dann auch bald mal jemanden hinschicken. Wen ziehen wir denn wo ab jetzt eigentlich? Oh, wir haben sehr, sehr, sehr viel Energie-Credits. Da können wir uns das, glaube ich, mal leisten, hier einmal umzudisponieren. So. Okay, die Forschungsstation ist abgeschlossen. Auf der Erde. Das ist doch mal ein schönes Ereignis. Hervorragend. Wo auch immer sie sich jetzt ganz genau befindet. Ich sehe hier auch nicht mehr durch. Aber gut, das wird schon stimmen. In Grokmora und in Bradham sind die Armeen wieder weitergebaut worden. Da müssen wir nachlegen.
Okay, wir haben jetzt 12 Armeen. Was haben wir hier? Die Inaris, die Wurmlochstation bauen. Oh ja, sie bereiten ein weiteres Vordringen offenbar in unser Gebiet vor. So, die Zigarren scheinen tatsächlich weiter gen Süden zu fliegen. Oh, das wäre schön, wenn sie dort mal für einen guten Kriegspunktestand sorgen. So, und hier werden die Wurmlochstationen gebaut, was mich natürlich jetzt massiv nervt. Okay, auf Grub Mora kommt jetzt auch noch irgendwo. Hier zum Beispiel eine Militärakademie hin. Wen setzen wir denn da um? Den brauchen wir jetzt nicht allzu lange. Ja, den brauchen wir nicht bei der Energie. Und wir haben neue Forschung. Oder etwas abgeschlossen. Neue Komponentenjägergeschwader. Die nächste Generation des Kurzstreckenjägers mit verbesserten Flugeigenschaften, besserer Steuerung und stärkerer Bewaffnung. Sehr schön. So, dieser Alien-Forscher, der darf jetzt was Neues. Was machen wir hier? Feldproduktion. Gegossene Kristallplatten ist vielleicht auch interessant, aber wir machen mal Dura-Stahlmaterialien. Eine neue Panzerung. Und irgendwie bin ich jetzt doch mal neugierig. Hatten wir Hangars? Ja, die Stufe 2 ist hier eingebaut. Sehr schön. Das klappt also. So, okay. Jetzt Armeen sind überall im Bau. Wir werden hier nochmal gleich die nächste in Auftrag geben, damit wir noch nicht immer zu hingehen können. Hingehen müssen. Nee, warte mal. Irgendwo wollten wir auch eine Psi-Armee wieder machen, ne? War das in Kraz? Ja, in Kraz. Genau, das ist dann das nächste. Sehr schön. Und wir haben die nächste Forschung. So, Hyperraumsensoren. Sehr schön, das war wichtig. Sensoren, die von Raumschiffen hinterlassene Hyperraumfluktuationen erkennen können, ihre Empfindlichkeit und Reichweite betreffen die einer Gravitationssensormatrix, so heißt es. Was machen wir als nächstes? Satramengas. Anziehungsregierungsethik brauchen wir jetzt im Moment nicht. Schildkondensator brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Sensorreichweite plus 10%, ja. Fortschrittliche Schilde. Ich glaube, das wäre jetzt ganz gut, als nächstes mal zu erforschen. Wie gesagt, jetzt im Krieg, da dominiert dann natürlich die Militärtechnologie. So, wo fliegen denn unsere Verbündeten jetzt hin? Das sind die Rim. Weit ins Gebiet der Sintermorai. Was wollen die denn da? Ist das ihr Weg? Wir wissen es nicht. Wir sehen es nicht genau. So, wir haben inzwischen schon 14 Armeen. Können wir es jetzt wagen, schneller zu laufen zu lassen? Was fliegen die denn dort oben immer noch nach Pyta? Das ist unklar. Die nächste Forschung ist unser, oh ja, Flottenkapazität weiter erhöht. Genau, wir müssen langsam mal weiter an der Flotte bauen. Die allmähliche Anpassung an die Realitäten des Weltraumkampfs ermöglicht es uns, größere Manöver effizienter zu koordinieren. Yuma Yoshida. Yoshida. Was kommt als nächstes? Subkutane Simulation? Tiefliegende Implantate. Sensorik und Unterhaltung. Chemowonne. Das ist vielleicht was Interessantes. Chemowonne für die Nopisten. Eine neue Art, sich... Ja, toll eigentlich, ne? Nopisch gewissermaßen sich unter die Haut direkt, ja, per Chip oder sowas einzuführen. Implantate. Sodass gewissermaßen ständig der Körper versorgt wird und man nicht mehr rauchen muss. Je länger ich darüber rede, umso toller ist das eigentlich. Allerdings ist die Frage, ob in Kriegszeiten, ja, vielleicht gerade in Kriegszeiten, wisst ihr was, wir werden das mal machen. Subkutane Stimulation, um die Bevölkerung zu beruhigen und ihnen auch eine neue Form des Nopisch-Konsums zu ermöglichen. So, wo bauen wir jetzt hier neue Flotten, Raumhafen? Hier zum Beispiel in Etzgorn Prime
könnten wir... Wir bauen jetzt mal wieder weitere Torpedos. Torpedoboote. Ja, aber... Und in Bradham können wir das machen. Okay. Aber gleichzeitig auf die Armeen achten. Das ist natürlich genauso wichtig. Hier muss nämlich schon wieder die nächste in Auftrag gegeben werden. So, und natürlich auch gleichzeitig auf den Feind achten, der hier nichts tut und in Volones steht. Und was machen unsere Freunde? Ah ja, sehr schön. Schaut mal, sie fliegen jetzt immerhin in feindliches Gebiet und werden dort hoffentlich aktiv werden. So, Handelsabkommen, das Forschungsabkommen mit den Chim ist abgelaufen. Oh ja, das sollten wir aber fortsetzen, trotz Krieg und alledem. 11, 11, 9 können wir... Ja, das ist ja sogar einigermaßen ausgeglichen. Wir müssen ein bisschen was bezahlen. Sind wir mal ein bisschen großzügig und bestätigen das. Oder wollen wir das vielleicht mal verlängern auf 20 Jahre? Dann brauchen wir das nicht jedes Mal machen. Wollen wir hoffen, dass sie das annehmen werden. So, Graz und Bradham ist abgeschlossen. Okay, das sind die Militärstationen gewesen. Sehr gut. Kokmora, da werden wir gleich wieder rekrutieren müssen. Und die nächsten Handelsabkommen sind abgelaufen. Jetzt mit den Zyganen. Auch hier wollen wir weitermachen. Boah, die sind technologisch so fortschrittlich. So, auch da geben wir Energie-Credits. Ach nee, warte mal, wir haben ja eigentlich immer Mineralien gegeben. Ich bin ja jetzt sehr großzügig. Das machen wir aber jetzt wieder Mineralien. Aber wir wollen die Dauer erhöhen. 20 Jahre. Eigentlich können wir gleich 30 Jahre machen. So gut sind wir befreundet. 12 im Monat für 30 Jahre. Seid ihr dabei? Ich hoffe. Okay, und dann haben wir noch das WEM-Mandat. Hier dasselbe Spiel. Handelsabkommen 1166 und wir 1814-12. Hier ist es eher so, dass sie uns was Gutes tun. Nee, das wollen sie nicht geben. Dann gib uns doch ein bisschen was. Ja, ist in Ordnung. So, jetzt haben wir das auf langfristig hier gebaut. Okay. Die Bedingungen klingen vernünftig. Sie nehmen an. Erster kleiner Erfolg. Ja, 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 ja. So. Ja, auch sie nehmen an. Sehr gut. Und die nächste. Auch sie nehmen an. Gut. Grokmora ist irgendwas gebaut worden. Und wir gucken aber nochmal Edskorn. Wir wollen neue Spliff-Torpedos. Die uns ja alle verloren gegangen sind. So, was machen hier unsere Freunde hier unten? Ja. Da ist sogar noch wieder eine kleine Tuxkan-Feindflotte. Sie sind jetzt hier offenbar. In Bradham. Ist die Angriffsarmee fertig geworden. Und in Edskeron geht es weiter mit den Korvetten. Die Frage ist, belagern die jetzt hier? Was passiert? Was hat er uns gesagt? Ich weiß nicht genau. So, wer kommt hier eigentlich an? Das sind die Sintomoroi. Oh nein! Oh mein Gott! Was ist denn das hier? Guckt euch das mal an! Schaut mal, man sieht gar nicht mehr, wie viele Armeen das sind. Das ist ein reiner Strich. Das ist ja unfassbar. Oh Gott! Jetzt ist nach wie vor die Frage, müssen wir das, müssen wir die dort auch besiegen oder wie läuft das?
Das ist echt verrückt. So, warte mal, hier ist der... Ne, wo ist denn der zweite Planet? Hier waren noch zwei Planeten, oder täusche ich mich? Ach so, der Planet ist dahinter versteckt. Ja, jetzt kann ich gar nicht darauf. Kann ich irgendwie... Ja, so kann ich das machen. Armeen. Da ist gar keine Armee. Das ist ja auch wirklich ulkig. Vielleicht nutzen sie die Gelegenheit und fliegen jetzt hoffentlich... Ja, ich weiß nicht, wo sie hinfliegen hier. Das ist alles ein bisschen unklar. Die drei großen Flotten fliegen weiter. Das können wir festhalten. So, Gogmora, die nächste Armee ausgebildet. Wir machen weiter. Und mit den Rejups ist was abgelaufen. Ja, ich würde sagen, auch hier setzen wir das Ganze fort. Sie können uns nicht viel bieten, aber das ist auch nicht so schlimm. Credits geben sie uns wahrscheinlich nicht. Nee, gibt uns hier keiner. Dann machen wir das auch mal für eine lange Zeit. Dann sind wir das Thema erstmal los. Was haben wir hier? Unabhängigkeit garantiert die Rejups der Tebodaran Republik 5. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. So, auf jeden Fall nehmen sie das an, was erfreulich ist. Hier oben die Inaris machen offensichtlich nichts mehr. Möglicherweise sind die auch hier an anderen Fronten beschäftigt. Könnte gut und gerne auch sein. Also ihr seht, das wird ein Krieg, der sich irgendwie hinzieht, aufgrund von Passivität und ja, nichts tun oder nicht erfolgreich sein. Aber hier, was machen sie denn hier? Greifen sie wenigstens mal hier die Wurmlochstation an. Die große Flotte. Nein, sie springen gleich weiter, wie es aussieht. Ach, Leute. So, Bradam, die nächste Angriffsarmee und hier dann die nächste Korvette. So kann das jetzt ein Weilchen weitergehen. Wo können wir noch Korvetten bauen? Hier in Bradam. Sehr gut. Ich weiß nicht, was sie da machen. Wo springen sie dann jetzt eigentlich hin? Sie fliegen da durch die ganzen Systeme. Irgendwo wollen sie hin, aber das ist ziemlich unklar. So, Yuma Yoshida hat die Stufe 4 erreicht als Wissenschaftler und Gogmora hat die nächste Armee. Wir sind jetzt bei ja, fast 20. Ich würde mal sagen, die Psi-Armee lassen wir nochmal durchgehen und die aus Bradam und dann könnten wir uns eigentlich fast mal in Bewegung setzen und selbst die Sachen in die Hand nehmen. In der Hoffnung, dass wenn wir diesen Planet hier stürmen sollten, dass dann die Itztran irgendwie nicht in den Kampf eingreifen. Ich weiß nicht, warum ich diese Hoffnung habe, aber die Sache ist für mich noch unklar. So, Bradam, die nächste Angriffsarmee und in Kratz machen wir aber trotzdem weiter mit den psionischen Armeen. Allerdings fehlt uns im Moment... Fehlen uns die Mineralien. So, was machen wir? Wir werden die Truppen aus Bradam. Die werden wir jetzt mal alle erstmal nach Kratz schicken. Na. Okay. Die treffen sich dann erstmal alle dort. Und die Gogmoras. Bei denen machen wir es genauso. Ja, Zubehör, aber einen Anführer werden wir später noch dazu ordnen. Okay, die Flotte fliegt dann erstmal hier hin und dann sehen wir weiter. So, wie viele Spliffs haben wir jetzt im Moment? 4. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir. 10, 15?
So in der Drehe müssten wir gehabt haben. Mal gucken, ob wir zu dem Stand da irgendwie wieder zurückkommen. Die Flotte kann übrigens repariert werden. Da scheint ein Schiff oder ein paar mehr angeschlagen zu sein. So, Gokmora hat die nächste Armee. Building ruined. Und irgendein Gebäude ist kaputt gekommen. Wahrscheinlich hier auf Volones, wo immerzu angegriffen und bombardiert wird. Ja, ja, so ist das. Okay, Leute, also, wir sind inzwischen dabei, jetzt hier unsere Truppen zu sammeln und dann mal einen eigenen Vorstoß zu machen. Und ich bin gespannt, wie hier die Regel funktioniert. Ob wir hier völlig aufgerieben werden bei dieser großen gegnerischen Armee. Aber ich sehe gerade auch die Ureinwohner hier, sagen wir es mal, die Tuxkar, die haben hier aufgerüstet. Die roten Armeen sind auch stärker geworden. Naja, okay, Leute, also bleibt dran. Das wird noch ein sehr spannender Krieg. Oder beide Seiten geben wegen Erschöpfung auf. Auch das kann passieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.